Hannes, das war heute, glaube ich, das härteste Stück des Weges auf dem Weg zur Meisterschaft, oder? Ja, also wir wollen jetzt keinen Gegner unterschätzen, also kommen auch schwere Aufgaben noch, also besonders in Bad Bramstedt nachher. Aber wichtig sind jetzt heute die 2 Punkte und das ist wieder ein Stück Richtung Meisterschaft. Basti Tiedich, das war heute eine ganz starke Leistung, die der TuS gegen die HSG Holsteinische Schweiz geboten hat. Was hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass es dann doch ganz, 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 ganz knapp nicht geklappt hat? Ja, ich denke, das Ausschlaggebende ist am Ende, dass der Holsteinische Schweiz ein Tor mehr wirft als wir. Ich glaube, wir machen ein überragendes Spiel heute. Haben die eigentlich wirklich am Rand der Niederlage, beziehungsweise zumindest beim Unentschieden, was meines Erachtens heute auch wirklich verdient gewesen wäre nach der Leistung. Ja, vergeben vorne ein paar zu viele Chancen, sind natürlich relativ dünn besetzt, muss man auch ehrlich sagen. Kompletter Rückraum musste durchspielen. Ist natürlich immer schwer, dann in den entscheidenden Situationen, irgendwie nach 60 Minuten in den Knochen, dann auch die richtige Entscheidung zu treffen, beziehungsweise den Ball dann eben auch noch am Tor unterzubringen. Die Abwehr ist nun mal mega robust. Die machen sie auch wirklich stark. Und gut, am letzten Wurf würde ich es jetzt mal nicht aufhängen. Ne? Also das passiert einfach. Mario, das war ganz, ganz knapp. War nicht immer schön anzusehen, das lag aber nicht unbedingt an den 14 Spielern auf dem Feld. Was meinst du, was hat den Ausschlag dafür gegeben, dass ihr mit einem Tor gewonnen habt? Also wir hatten natürlich am Anfang Schwierigkeiten mit der offensiven Manndeckung gegen Basti und Konsti. Da mussten wir uns kurz reinfuchsen. Trotzdem, wir wussten, dass das passiert. Das gab es schon mal und das kriegen wir gelöst. Das hat, was die Chancenausbeute angeht, am Anfang ja auch gut geklappt. Dann verwerfen wir den 10 Meter, dann verwerfen wir den Thermogenischuss. Also die Chancenausbeute aus unserem Angriff heraus, von den Freien auf jeden Fall, ein ausschlaggebender Punkt dafür. Und TuS hat heute gut verteidigt. Punkt. Ich habe heute tatsächlich was Neues gelernt, nämlich, dass die Mesenhalle irgendwie zu Recht einen ganz besonderen Ruf hat. Ja, also hier sind die Fans dicht an der Halle, dicht am Spielfeld und da ist eine besondere Stimmung. Und ich bin froh, dass wir das wieder zum Heimspiel gemacht haben. Das ist immer ganz wichtig und ich denke, mit den Fans haben wir jetzt auch die 2 Punkte zum Glück verdient gewonnen auch. Ja, die Mesenhalle ist natürlich immer für eine gute Stimmung bekannt. Fans, auch die Gästefans natürlich, starke Leistung, gute Stimmung gemacht. Ich denke, wir haben mit guten Zuschauern ein sehr gutes Handballspiel gesehen. Wir hatten seit Wochen schon so ein bisschen gescherzt über die 2 Lübecker Wochen jetzt irgendwie mit LT und dann TuS. Das war uns klar, dass das nicht leicht wird. Und die Hallen bestätigen das immer wieder. Also es ist jetzt nicht brachial voll, sage ich mal. Also jetzt nicht irgendwie 400 Leute, aber die Stimmung ist einfach immer sehr, sehr angespannt. Und dann glaube ich, dass natürlich der Offizielle da auch ein bisschen was mit reingeworfen hat in den Pfeffertopf. Und ja, so kommt dann halt so ein Spiel dabei raus. Zum Schluss sind wir glücklich, dass wir die 2 Punkte mitgenommen haben und weiter eine weiße Weste haben, abgesehen von dem Minuspunkt gegen Preetz. Was meinst du, was hat den Ausschlag gegeben? Der Wille, die größere Klasse oder vielleicht auch einfach das Quäntchen Glück? Also wir haben ein bisschen das Glück des Tüchtigen heute gehabt. Aber ich denke, also die individuelle Klasse ist bei uns schon höher als bei denen und deswegen haben wir es am Ende dann auch gewonnen. Wie belohnt man eine Mannschaft für so eine couragierte Leistung? Was passiert in der Trainingswoche? Ja, also wir müssen natürlich weiter arbeiten, haben nächste Woche das nächste wichtige Spiel. Mit beiden Augen zudrücken gibt es eine Runde Fußball, aber ansonsten ja, war wie gesagt die Leistung ja sehr stark heute. Am Ende leider mit einem verloren, ärgerlich. Muss man sich um Basti Sorgen machen, weil der humpelte die letzten 2 Minuten doch erheblich? Ja, ich habe ihn gefragt, er meinte, das ist alles gut. Das kriegt er hin über die letzten Spiele.